Hallo und willkommen zurück zu Marvel Avengers. So, ich habe jetzt offline ein bisschen die Schurkensektoren gemacht. Heißt, es fehlt jetzt nur noch einmal so ein Schurkensektor. Den machen wir heute mal zusammen. Und ich gebe euch schon einen Tipp. Macht am besten auch immer die Lieferung, wenn ihr genug Units habt. Das sind die hier oben rechts. Weil wenn ihr 100 Lieferungen gemacht habt, bekommt ihr mal ein Spezialobjekt. Das wäre jetzt hier vom Black Panther ein Outfit. Und das ist, glaube ich, ein legendäres. Und ihr kriegt auch jedes Mal andere schicke Sachen, wenn ihr eins öffnet. Wie zum Beispiel Emotes oder Namensschilder. Ihr kriegt auch Outfits. Ich habe jetzt auch schon ordentlich Outfits bekommen. Können ja mal gucken, ob da jetzt einer dabei ist. Jetzt habe ich hier noch ein Emote gekriegt. Ja, und wenn ihr irgendwas doppelt habt, kriegt ihr halt Fragmente raus, wie hier 250 für ein Namensschild von Hawkeye. Ja, Upgrade-Modul ist bei mir schon komplett voll. Hier kriegen wir eins von Thor, das haben wir jetzt noch gar nicht. Machen wir mal gerade ein paar auf. Ich werde auf jeden Fall noch bis 100 machen, dass ich das Outfit kriege. Das Emote von Kate Bishop haben wir schon. Ich wollte euch nur gerade noch zeigen, dass es hier auch Outfit gibt. Die sind aber, glaube ich, eher selten. Aber ich habe schon einige gekriegt. So, machen wir mal schnell ein paar auf hier. Emote haben wir auch schon. Takedown gibt es auch ab und zu, episch. Den haben wir aber, glaube ich, jetzt schon. Ja, dafür haben wir jetzt was anderes gekriegt. So. Ich hoffe nur, dass meine Units langen, um die 100 voll zu machen. Oh, Black Panther Emote. Selten. Okay, das von Iron Man haben wir auch schon. Ah, immer das gleiche, okay. Na komm, gib mir mal noch so ein Outfit bitte. Also ich habe hier raus schon einiges an Outfits bekommen. Aber wie gesagt, die kommen eher selten. Kommen eher mehr die Namensschilder. Mächtige Tor haben wir auch noch nicht. Na komm, wir wollen ja noch Schurkensektor machen. Haben wir auch nicht von Black Widow. Wenn es so weitergeht, ne, dann haben wir die 100 bald voll hier. Units her könnte es gerade so reichen. Also Namensschilder gibt es auf jeden Fall ganz schön viele. Und da habe ich schon ordentlich Namensschilder schon rausgekriegt. Aber ich habe jetzt irgendwie gerade Pech mit den Episch, da gibt es 1500 Fragmente. Okay. Aber ich habe jetzt gerade Pech. Will halt wohl nicht. Ich glaube, wenn es so weitergeht, wird das heute eine etwas längere Folge. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass es hier auch noch Outfits gibt, aber jetzt habe ich gerade richtig Pech. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Emote haben wir auch schon. Ah
bald meine ganzen Units ausgegeben hier, ey. Und ich glaube, das reicht noch nicht mal. Uiuiui. Takedown. Mächtige Tor. Oh. Können wir auch gleich einsetzen. Und nochmal episch. Ah, ist ein Emote, okay. Na gut, so wie es aussieht, kriegen wir jetzt kein Outfit. Bei den ersten Kisten, die ich hier aufgemacht habe, hatte ich zum Beispiel ein legendäres Outfit von Hulk bekommen. Mit dem Hut. Ah, hier, guck, da ist es zum Beispiel Captain America Vesta, aber den haben wir schon. Episch. Kriegen wir 2250 Fragmente für. Naja. So, und das ist dann zu guter Letzt Outfit legendär Black Panther. Das ist dann die Nummer 100. Zack, dann haben wir nämlich das voll. Und den haben wir gekriegt. Gut, und dann sind wir hier fertig. Man kann hier zwar noch weitermachen, aber das Spezialobjekt ist halt jetzt fertig. Gut, haben wir das auch mal gesehen. Schurkensektor. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Machen wir jetzt mal hier. Machen wir den hier. Ja, die Tages Herausforderung habe ich auch alle angeklickt, weil ich habe jetzt gerade noch die zwei oder drei Schurkensektoren offline gemacht. Zack. So, wen haben wir denn dabei? Und wir sind auch schon Champion 9. Also unsere Frau Foster wird immer stärker. Ist, glaube ich, momentan die stärkste hier, die ich habe. Die konnte ich auch ganz schön schnell hochleveln, muss ich sagen. Avengers, also wir konnten mit Ihrer Hilfe eine wichtige AIM-Forschungseinrichtung orten. Schalten wir sie aus. Sie bombardieren zum Einstieg den Bereich. Und dann machen wir alle am Boden so viel Schaden wie möglich. Jarvis, kannst du Ihren Netzwerkzugriff sperren? Ja. Alle AIM-Projektdaten, die Sie dort zerstören, sind für immer verloren. Ausgezeichnet. Damit treffen wir Monika, wo es weh tut. Mitten in ihrer wertvollen Forschung. Ich schicke meine besten Agents für die örtlichen Sicherheitsleute. Ein einfacher, direkter Plan. Gefällt mir. Jarvis, wie gefährlich wird es in dem Bereich werden? Shields-Bomben werden die AIM-Strukturen nicht beschädigen, aber ihre Reaktionszeiten verlangsamen. Ja, von der Kraft her ist sie noch schwach, aber ich meine jetzt von der Stufe her ist das bei mir, glaube ich, die mittelhöchsten Stufe. Danach kommt Miss Marvel und Hawkeye, glaube ich. Die haben auch schon Stufe 50, aber von Champion her. Jarvis, blockierst du noch den Netzwerkzugriff von AIM? Im Moment schon, Commander, aber sie wehren sich verbissen. Im Übrigen registriere ich eine Stromüberlastung im Serverraum. Könnte ein Sicherheitssystem sein oder das Ergebnis von Schäden durch die Bomben von Shield. Wie auch immer, seien Sie vorsichtig. Bin ich immer. Aber ja, bei Tony weiß ich nicht. Hey, gar nicht wahr. So, wir gucken, dass wir hier durchrennen. Der beste Weg in die Anlage ist der Haupteingang. Ich habe ein Team vor Ort, das euch helfen könnte. Treten wir einfach die Vordertür ein. Durchhalten, Agent. Avengers sind unterwegs. Wir werden hier versuchen durchzurushen. So, haut mal ab hier. Der lebt ja auch. Okay.
Noch eine Runde. Okay. Ryan Bryan. So, was fehlt mir noch? Ah, da ist noch einer von denen. Moinsen! Du solltest weglaufen! Jetzt kriegst du mal ein paar Blitze ab. Ich hab sie sehr schnell als Ziele erfasst. Sie waren vorbereitet, das steht fest. So, das war Runde Nummer 1. AIM hat ein Team geschickt, das sie abholen soll. Aber nicht zu einem romantischen Dinner. Um die müssen wir uns zuerst kümmern. Schicken Sie uns die Position. Gute Nacht! Kein Applaus, ich mach das jeden Tag. Gut. Eine Sache noch. Ah, der Takedown ist schon mit drin, ne? Okay. Den haben wir, glaube ich, auch vorhin schon gesehen, ne? Ja. Gut, gut, gut. Weiter geht's. Hier oben ist meistens so eine Kiste. Ah, da war noch einer, ja. So, nichts besser. Gut, dann haben wir hier ein Special, den lassen wir jetzt links liegen. Das Attentäter-Team geht nirgendwo hin. Sobald ihr damit fertig seid, kann AIM seine Projektdaten vergessen. Wir nehmen jetzt hier nur die Kiste mit und dann gehen wir gleich weiter zur nächsten Runde. Weil so ein Schurkensektor dauert schon noch ein bisschen. Ah, hier kriegen wir auch schon wieder Units. Ja, jetzt müssen wir auch wieder erstmal Units sammeln. Als meistens ist er jetzt wieder weg. Da ist das Team. Keine Show, schlagen wir einfach hart zu. Jetzt so. Ist keine Zeit für Risiken. Sagen wir mal Hallo hier. So werde ich nicht sterben. Ich hab meinen Unistrahl vermisst! Automatisch wieder. Sie haben ihn erwischt. Autsch. Hau ab. Was ist mit dir? Neutralisiert. Nee. So. Drei fehlen noch. Der ist schon wieder voll gefühlt. Ich glaube, wir müssen doch bei einem bleiben. Hey,
Attentäter am Boden. So, hätten wir den noch. Komm mal her hier. Oh, ist eh der Letzte. Das Team ist keine Bedrohung mehr. Und wir haben einen Champion-Punkt gekriegt. Wunderbar. Gut, gleich weiter hier. Ich glaube, zwei Etagen oder Missionen, wie auch immer, haben wir hier jetzt noch. Aufpassen, Avengers. AIM hat immer noch jede Menge Leute vor Ort. Die sollen nur kommen. So, die Truppe hier. Die müssen es jetzt reißen. Ich hoffe, meine drei Specials sind schon voll. Warte mal, solange es noch lädt, kann ich ja eigentlich... Na. Da haben wir wieder einen Punkt, genau. So, dann gucken wir mal. Da wollte ich, glaube ich, das hier nehmen. Willenskraft, Wiederherstellung, genau. Zack. Seien Sie vorsichtig. AIM legt einen Schritt zu. Die Gegner rechts, die ignorieren wir jetzt einfach mal. Wir gehen gleich hier weiter. Die drei Specials sind voll, das ist gut. Wir gucken, dass wir gleich zu dem einen Special gehen, den ihr hier seht. Okay, die sehen interessant aus. Rechnet mit neuen Tricks. Im Vergleich zu einem Avenger sind Tricks alles, was sie haben. Während Sie die AIM-Truppen besiegen, hacke ich Ihre Systeme und zerstöre Ihre Daten. Autsch. Lebt noch. Ich bin die Göttin des Donners! Aber gleich nicht mehr. Ist sie und die anderen sind dann schon gleich kaputt. Der Ausgang liegt unter ihrer aktuellen Position. Außer die, die halt noch schießen hier. So, die Kiste hier nehmen wir noch mit. Ich glaube, ich war ganz gut. Dann müssen wir da hinten noch eine Kiste haben, die nehmen wir auch gleich mit. Das ist meistens meine drin, ne? Ja. Oh, eine ISO. Könnte sogar eine bessere sein wieder. Jawohl. 83 Kraft. So, und jetzt kommen wir zur letzten Etappe. Und das wird jetzt unser Schurke sein. Wir haben da noch zwei Kisten. Die nehmen wir dann noch mit, bevor wir den dann angreifen. Ein gutes Gefühl. Laut AIM-Funk sind sie unsicher, wie sie auf unseren Angriff reagieren sollen. Wir haben getan, was wir konnten, Leute. Gehen wir nach Hause. Wir schicken Ihnen eine Karte. Als Entschuldigung. Lieber... Dieser Megakonzern, die Zerstörung deiner illegalen Daten tut uns leid.
Oh geil, was guckst du mich die ganze Zeit so verliebt an? Hä? Wartet, mein Überwachungsteam hat einen massiven Datenstrom gemessen. Es ja, scheint ein bewaffneter Mech zu sein. Wir müssen ihn erledigen. Mit aller Härte. Stimmt. Oh, noch eine ISO dabei. Wunderbar. Je mehr Kraft, desto besser. So. Halt, falscher Knopf. So, schnell gucken. Wunderbar, eine Kraft gestiegen. Und dann let's go. Ich bringe das zu Ende. Das ist der, wo man den, glaube ich, am Anfang erst mit dem an den Füßen angreifen muss. Na komm. Die Lüftungen an seinen Füßen überhitzen. Zielen Sie darauf. Gute Arbeit. So, das war der erste. Nein. So. Aua, die macht das. Oh, aua, 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 aua. Ich glaube, jetzt haben wir oben was zum Abschießen. Ja. Schießt auf die Seitenlüftung. Sie überhitzen. Ah. Ja, auf Stampfen. Okay, ich muss mal hoch. Wo fehlt denn da was? Den machen wir noch kaputt hier. Hier. Zack. Hier noch. Oh. Nein, nein, nein. Los, raus hier. Autsch. Ist kaputt? Gut, viel haben wir nicht mehr, ne? Der Mech wird gleich stampfen. Nein! Oh, Glück gehabt. Oh, ich bin schon wieder durch. Geh mal weg. Den machen wir auch gleich kaputt hier. Zack. Zielen Sie auf das Auge, während er ausgeschaltet ist. Auge, 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 hier. Schlaft euch aus! Er wacht auf! Zeit für das schwere Gerät! So, jetzt haben wir, glaube ich, schon noch oben. Wir bleiben mal hier oben.
Die Seitenlüftungen sehen wieder angreifbar aus. Nur aufpassen, wenn dann die Welle von den Elektro kommt. Hier. Dass wir da weggehen. Gut, hier oben ist kaputt. Hey! Ich glaube, das ist auch schon die letzte Runde hier. Hello. Was fehlt denn hier noch? Na du. Hier noch. Oh Gott, hab aber nicht viel gemacht hier. Wo fehlt noch? Er repariert sich. Angriff auf das Auge. So, ist glaube ich die letzte Runde auch. Meine Macht ist schmerzlos. Kurz und schmerzlos. Gute Arbeit. Das ist eine Botschaft für AIM. Wir holen sie uns. Und ihre Backup-Pläne. Verdammt richtig. Wir haben hier getan, was wir konnten. Ich sage meinen Leuten, sie sollen abziehen. Diesmal wirklich. Ich auch. Ein gutes Gefühl. Ich glaube, wir sind noch nicht einmal draufgegangen, ne? Bin ich mal gespannt. Jo, 5 Sterne. Es gibt nichts Besseres, als AIM zu bombardieren, ihre Sachen zu zerstören und einige Inhumans zu retten, um das Gefühl eines produktiven Tags zu kriegen. Sie sagen es, Commander. Oh, nochmals Neues danke an alle. Je mehr wir AIMs Forschung zusetzen, desto schwächer werden sie. Ich bin dabei. So, wir gucken uns das jetzt mal kurz an. Wieso ist das noch runtergerutscht? Schritt 1. Warte mal. Sind wir fertig? Das ist wieder was anderes hier. Okay, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir sind durch, Leute. Was machen wir denn jetzt? Gucken wir mal. Entweder... Na, warte mal. Wir gehen erstmal nochmal zurück zum Außenposten. Vielleicht gibt es ja noch eine kleine Endsequenz dann auch wenigstens. Weil das hatten wir ja bei Spider-Man und so auch gehabt, ne? Wir haben ja beim Hellcarrier gestartet. Gehen wir mal dahin. Bin mal gespannt. Na, wie gesagt, sieht man ja schon, die Folge geht heute mal ein bisschen länger. Ich wollte das noch mit den Lieferkisten noch zeigen.
Ja, da muss ich mal überlegen, ob ich die andere Story da von Thor noch weitermache oder nicht. Wie gesagt, die Hauptstory von Thor, also von Jane Foster, ist fertig, so wie ich es gesehen habe. Aber wenn es jetzt noch nicht mal eine kleine Endsequenz gibt, dann ist das schon enttäuschend. Tja, hier gibt's nichts mehr. Das ist ja richtig schade. Das ist ja. Wird ja immer schlechter von der Story, muss ich sagen. Wenn es noch nicht mal eine Endsequenz gibt. Weil das ist eine kosmische Bedrohung. Das ist für jeden Einzelnen extra hier. Das braucht man nicht unbedingt. Und das ist Avengers Initiative. Das ist nochmal was Separates. Ja. Blöd, dass es da noch nicht mal eine Endsequenz gibt. Ja. Richtig blöd. Wird ja immer schlechter hier mit der Story. Na gut. Ja, da es jetzt sonst vielleicht zu kurz ist, gucke ich mal, dass ich das dann vielleicht hier weitermache. Ja, komm, wir machen hier die Initiative noch mit drauf von Jane Foster. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.